Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zu einem weiteren Livestream, wo wir diesmal zuerst den Slay the Spire Daily wie angekündigt und dann Frostpunk spielen. Servus Fußlaffe. Fängst du heute ein neues Ziffern? Bis gleich. Nein, ich habe leider keine Zeit. Morgen wahrscheinlich auch nicht. Ich werde Montag ein neues Ziffern fangen. Das heißt, die erste Folge wird leider erst Montag rauskommen, weil ich nachher noch arbeiten muss, nachdem ich den Stream mache. Und morgen muss ich auch arbeiten und außerdem ist der schöne Tag genannt Muttertag. Und da muss man ja auch was machen. Für die gute Mama. Das heißt, zum Aufnehmen werde ich nicht kommen bis Montag. Aber nun werfen wir uns gleich mal rein. Ich habe es mir schon angeschaut. Es ist kein schöner Daily, muss ich sagen. Also ich finde ihn relativ schier. Wir spielen mit der Stillen. Die Modifikatoren sind Wahnsinn. Starte mit einem zufälligen Deck aus 50 Karten. Ich finde es, naja, vielleicht, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich mich mehr aufs Taktische konzentrieren muss, als darauf, welche Karten ich nehme. Weil das bei Wahnsinn relativ wurscht ist. Midas, Gegner lassen 200% mehr Gold fallen, aber du kannst keine Karten am Lagerfeuer verbessern. What? Und du beginnst den Kampf. Das ist cool, Tödlichkeit. Du beginnst den Kampf mit plus 3 Stärke. Alle Gegner beginnen den Kampf mit plus 3 Stärke. Die Scores sind auch nicht so hoch, nicht, dass wir da irgendwo in der Nähe jemals hinkommen würden, aber es ist gut, um abschätzen zu können, wie schwierig der Daily eigentlich ist. Reden. Gewährt. Vielen Dank. Ich finde es immer ein bisschen gemein, wenn der Wahl einem nichts gibt, aber es ist nun mal so beim Daily. Nee, muss wieder reinkommen. Das heißt, Feuer sind relativ wurscht. Ganz viele Elite ist wichtig. Da hätten wir 3 Elite. Ja, ich glaube, 3 Elite ist das höchste der Gefühle. Und ein paar Shops noch dabei. Fragezeichen werden auch leiwand. Da gibt mir viele Fragezeichen. Wir brauchen nicht von Anfang an einen Shop. Für was will ich eine Karte loswerden? Bringt eh nichts, wenn man 50 hat. Ja, das heißt, ich glaube, wir gehen dadurch. Gibt viele Fragezeichen, 3 Elite. Makes sense. Okay. Alright. Let me think about this. Wir können mal Akrobatik machen für nix. Ich würde sagen, das ist das Erste. Weil wir nämlich Taktiker loswerden können. Da können wir mal ein bisschen meucheln. Wie viel machst du? 3×10. 30. Alright. Goodbye then. 15 Gold, erhalte eine Karte. Soll ich... Ich meine... Where's the point? Ins Fragezeichen... Fortsetzen, okay, ist ein Gremlin. Welches von beiden Spielchen ist es? Das hier. Handwerkszeuge, kann gut sein. Gerade bei so einer Sache. Ich meine nicht, dass wir es jemals kriegen, wenn wir 50 Karten im Deck haben, aber... Nee, Parasit will ich auf keinen Fall. Da klicke ich lieber wieder auf... Yo, Parasit. Fuck off, dude. Schneller Hieb. Wollen wir noch einen schnellen Hieb? Meh. Blenden wäre lustig gewesen. Okay. Deswegen mag ich das nicht so gerne, diese 50 Karten. Die ganzen Kartenauswählsachen sind irgendwie wurscht. Habe ich zumindest immer das Gefühl. Hey, du machst am Anfang nichts, wie immer eigentlich. Machen wir mal Fluchtplan. Vernichten, nicht gerade ein Wahnsinn. Meucheln ist nett zu haben, dann haben wir wenigstens immer 14 Schaden am Anfang. Ansonsten ist das alles unschön. Ich meine, wir könnten da Fersenklemme draufhauen. Why not? Ich glaube, dann machen wir Doppelgänger und dann sollte im nächsten Zug tot sein, wenn wir 2 Karten mehr ziehen und 5 Energie haben. Hoffe ich. Okay, wir können noch mehr Karten ziehen. Wonderful. Wie viel hast du? 26, das wären wieder ein Messer. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Killt ihn eigentlich. Aber wir können auch einfach zuerst das hier machen. Und dann das hier und dann ist er hundertprozentig tot. Einmal, oh, es sind ja 7. Holy shit, genau. Weil wir plus 3 Stärke haben. Right. Nein, sage ich jetzt mal. Welche denn? Ich meine, Dingsbums. Welche haben wir jetzt gerade? Großes Finale. Weg damit. Noch ein Jäger. Okay. I dig it. Beten 100 Gold. Ich meine, der Fluch ist... Wir könnten auf einen Fluch da gehen, weil Fluche sind relativ wurscht, wenn man 50 Karten auf der Hand hat. Aber ich habe noch nicht wirklich irgendwelche Fluchrelikte. Servus. Das heißt, das macht relativ wenig Sinn. As well. Bist du killable? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 7 in dem Fall sind 42. Nein, nicht den Zug auf alle Fälle. Aber dann wahrscheinlich nächsten. Ich meine, wir können wieder das erstes. Nein, können wir nicht, weil wir nicht genug Energie haben diesmal. Moment! Wir können schneller hier als erstes machen und dann das hier. Kind of makes sense, I guess. Stahlsturm. Einmal Messer, zweimal Messer, dreimal Messer, viermal Messer, fünfmal Messer. Jetzt sind wir noch 25. Meh. Meh. I hate this. Wir nehmen Schaden. Wir hätten keinen Schaden genommen. Vielleicht, wenn ich nicht deppert wäre. Ich muss 3 abwerfen.
Ich hätte ihn aber vorher eh nicht gekillt gehabt mit dem alleine. Also ist es. War es nicht so schlimm. Ich meine, es ist trotzdem schlimm, wenn wir weniger Schaden gemacht haben, weil ich nicht nachgedacht habe, bevor ich eine Karte gespielt habe. Was meistens keine gute Strategie ist. Aber wir killen ihn jetzt trotzdem nicht. Nehmen wir mal Handwerkszeug. Und stecken die 17 Schaden ein. Obwohl ich nicht will. Kniestoßjäger. Erdbeere ist nett. Rückwärtssalto. Ziehe zwei Karten. Nein. Wir können uns ausruhen, aber das ist nicht wirklich der Punkt hier. Warte, verliere ich jetzt auch noch einen. Nein, ich habe Erdbeere bekommen, deswegen habe ich eine komische Anzahl an Leben. Wir könnten hier einfach mal dabei nur unsere Mächte spielen. Also außer der Geistform halt. Wir hätten die Geistform spielen können, weil ich ihn wahrscheinlich schnell genug tot kriege. Wenn du eine Karte aus, die du abwirfst. Und wir könnten uns noch Block nehmen fürs nächste Mal. Beschwimmen, Ausweichrolle, Handwerkszeug. Und dann nächste Runde müssen wir jetzt anfangen. Ah, ich bräuchte erst übernächste Runde Block. Das ist auch nicht so schlau. Reue weg damit. Ah, ich muss zwei abwerfen. Right! Und konzentrieren weg damit. Wobei, konzentrieren mit Akrobatik. Nee, passt schon so. Wir machen Fluchtplan. Adrenalin. Vernichten nur noch zwei. Wir können Akrobatik machen. Taktiker weghauen. Vernichten nur noch eins. Nice! Dann machen wir mal vernichten. 15 Schaden. Ist auch nett, ist auch nett. Verstrecke hätten wir auch noch gerne bei. Wie viel machst du? 9 pro. Du machst 18. Kommt nicht aufs Gleiche drauf an. Naja, kommt nicht ganz aufs Gleiche drauf an. Also Baumer. Anderes Spiel. Spielen wir mal das, dann spielen wir Fersenklemme. Dann spielen wir Vollstrecker. Wäre auf 40 unten. Das ist immer noch nicht so weit unten. Kann ich alles blocken oder kann ich ihn killen? Beides nein, glaube ich. Nimm schon wieder Schaden. Ja. Das blockt nicht alles. Das sind jämmerliche 17 Block. Wie soll man denn da irgendwie weiterkommen im Leben? Machen wir mal so. Zur nächste Runde tot, aber wir haben leider wieder Schaden genommen. Meisterstich brauche ich da nicht. Beide Meisterstichs brauche ich nicht. Unerwartete Hieb, es ist ziemlich egal. Messer. Tot! Nice. Friedenspfeife, erhalte eine Karte. I don't know. I still don't know. Dann gehen wir da hin. Honisches Dingsbumsi. Schon wieder er. Ich meine, jetzt könnte ich wirklich Geistform spielen, eigentlich. Da muss ich nicht viel Verteidigung und ich habe 3 Runden Zeit, ihn zu killen. Yes. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Muss ich einfach nur einmal verteidigen und ganz viel draufhauen. Okay, dann muss ich nächste Runde mal nicht verteidigen. Ja, dann machen wir das, auch wenn das auch nicht gerade wahnsinnig toll ist. Oh Gott. Ich will nur noch eine Runde. Naja, und nächste Runde natürlich. Stimmt schon, stimmt schon. Fluchtplan mal. Yes, okay, gut. Dann machen wir Kniestoß. Dann machen wir tödliches Gift. Und dann machen wir entladen. Dann kann ich dich jetzt nicht killen. Doch, mit dir. Bam! Okay, zumindest eine Elite mal gekillt, ohne Schaden zu nehmen. It's something. Karte bespringen, dann gehen wir da hin. Wir meucheln dich mal weg, weil du es verdient hast. Verteidigen. Kniestoß. Kniestoß. Verteidigen. Mit 1009 Gold. Holy crap. Ich glaube, so viel Gold hatte ich noch nie. Zwei Messer. Naja, das heißt, ich hätte eigentlich zu mehr Shops gehen können. Snacko Oil. Nein. Statt nur zu einem einzigen kleinen. Wir kaufen einfach alles, oder? Einmal, zweimal, dreimal. Karte loswerden, weiß ich nicht, wofür es bringt. Trank. Geschicklichkeit. 4 Panzerrüstung. Mi. Wir können einfach alles ausgeben, eigentlich. Wenn wir eh so viel Geld bekommen.
Du tust mir wieder weh, das macht dich wieder unsympathisch. Jada, 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 immer das Gleiche. Einmal Mäuschen auf dich drauf. Einmal gut ausgeklügelt. Einmal Abwehr auf alle Fälle. Machen wir einmal verschwimmen. Und einmal Überlebenskünstler. Und dann entlasten. Aber noch 7 Block über für nächste Runde. Er macht 10, das finde ich unsympathisch, aber es ist relativ egal, glaube ich. 11, ja, weil er stirbt. Feenflasche, was ist das? Anstatt zu sterben, werden 10% deiner Max-Trefferpunkte geheilt und dieser Trank verschwindet. Meh, ich komme doch überhaupt nicht in diese Situation. Eine Frechheit, dass das Spiel das überhaupt annimmt. Ui, das könnte unangenehm sein, wenn sie alle plus 3 Stärke haben. Geht eigentlich. Hätte es mir schlimmer vorgestellt. Ein Schaden ist halt nicht gut genug, muss man jetzt ehrlich sagen. Okay. Achterle Nummer 1 stirbt. Achterle Nummer 2 stirbt. Jetzt ist die Frage. Muss ich mir einmal all. Hier Panzer ist plus A. Du wirst verwirrt. Nein, das mag ich nicht auch nicht machen. Wobei, ich ziehe 2 Karten. Ja, yeah, das ist etwas drastisch. Gut ausgeklügelt. Ausweichrolle, Fersenklemme ist, glaube ich, das Schlaueste. Killen wir ihn noch weg. Die kill ich in 2. Sonst haben wir aber leider relativ wenig Angriffe hier. Warte, ich kann die 3. Okay. I know how we do this. Einmal, zweimal, dreimal. Jetzt kostet du nur noch 1. Wiederschauen, wiederschauen. Angriffstrank. Nein, passt schon. Die anderen sind eh cool genug. Nein, will ich alles nicht. Dankeschön. Jetzt können wir hier. Entferne eine Karte aus deinem Deck. Ah ja, ich habe die Friedenspfeife bekommen. Macht das Sinn? Gegen wen kämpfen wir? Gegen das Feuerradl. Soll ich jetzt anfangen, Karten loszuwerden, damit wir irgendwann mal ein gescheites Deck haben? Die Tränke sind neu, Hobbitzen-Sepp. Die sind definitiv neu. Das hat mich auch gewundert. Nein, ich spiele nicht die Beta. Sie haben jetzt auch für jeden Trank ein unterschiedliches Zeichen und sie schauen nicht mehr alle genau gleich aus. Richtig cool. Aus Rün? Aus Rün. Vielleicht hätte ich anfangen sollen, aber ich meine, wie viele. Wir werden höchstens was. 9 Karten noch los oder so, das lohnt sich auch nicht wirklich. Wie ich mit 1000 Schnitte, wollen wir einfach die Mächte spielen? 1000 Schnitte, giftige Dämpfe, Meucheln und ein Kniestoß. Mal ein guter Anfang. Wir können uns auch die Panzerrüstung reinziehen. Ein bisschen Geschicklichkeit. Let's go. Oh, ich hab Paragraph. You're right, I'm wrong. Oh mein Gott. 10x6 ist ziemlich viel Schaden. Geist vom jetzt schon? Problem ist, ich will eigentlich auch Karten loswerden. Damit ich Meisterstich spielen kann. Aber ich glaube, Geist vom bringt gerade ein bisschen mehr für diesen einen Zug hier. Machen wir noch Genauigkeit. Ich habe vergessen, dass ich Dingsbums habe. Pantograph. Stahlblitz. Adrenalin mal. Nein, entlasten noch nicht, weil ich ja noch andere Sachen machen will auch. Lieber giftige Stiche oder. Ja. Ja, ich glaube, man so. Wobei ich Panzerrüstung hätte nicht machen müssen. Ich hätte das Gift stattdessen drauf haben können. God damn it! Müssen wir da langsamer spielen. Das ist jetzt der letzte Zug, wo ich tatsächlich wenig Schaden nehme. Aber es bringt leider nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, dann nehme ich mir lieber schon mal Block mit fürs nächste Mal. Ja, kann ich genauso gut behalten. Kommt jetzt nicht so drauf an. Einmal Messer, zweimal Messer. Jetzt können wir noch nichts wirklich Gescheites mehr spielen. Außer Handwerkszeug. Wobei, ich meine, Gescheit ist auch anders. Wir spielen die Abwehr nur noch, damit er noch einen Schaden dazu abbekommt. Fall mir mal ein Fußfeger. Für den Fall der Fälle. Ich meine, ich kriege immer weniger Geschicklichkeit drauf. Also sind meine Verteidigungen eben dann mal crap. Und jetzt bringen sie gerade eh gar nichts. Also können wir den Fußfeger weghauen. Wir müssen 2 weghauen.
haben auch noch den Rückwärts. Ah nein, wir müssen nicht zwei weg, war mein Fehler. Ich dachte, wir haben schon wieder zwei Handwerkszeug gespielt. Okay, wäre mal hin. Aber ihr habt mir vorher zwei Schaden gemacht, oder? Oder wieso habe ich 75? Höchstwahrscheinlich. Not very smart. Gute Frage. I don't know. Will ich irgendwas davon? Will ich nichts davon? Nehmen wir uns 1000 Schnitte. So mag ich immer. Auch wenn wir dann die neuen, schönen, überarbeitenden Tränke nicht mehr spielen können. Aber so ist das Leben manchmal. Man muss sich entscheiden. Einmal. Zweimal. Ich zähle schon wieder Feuer, wenn die Feuer wurscht sind. Wo sind die Elite? Einmal, zweimal, dreimal. Yes. Okay, das heißt, da gehen wir durch. Irgendwo noch Shops am Weg? Da ist einer. Okay. Ich meine, wir meucheln mal wen, auf alle Fälle. Wir hätten zwei Ausweichrollen. Machen wir einen Rückwärtshalt mit mehr Karten bekommen. 2 Euro ist Ausweichrollen. Der hat mich eigentlich gar nicht zu sehr. Dann können wir uns mal hier entladen und dann können wir hier noch Verstrecker drauf spielen und dann nehmen wir gar keinen Schaden diesmal. Und da haben noch 8 Block drauf. Wonderful. 3x9 ist leider nur unter Anführungszeichen 27. Which does not kill you. Aber was soll's. Ich will mir irgendwie gar nichts nehmen. Wobei, ich sollte mir verbesserte Karten nehmen. Stimmt. Verbesserte Karten. Besser als keine verbesserten Karten, aber ich habe wenigstens eine Chance, die zu bekommen. Sure. Die Stärke wäre mir aber lieber gewesen. Ich glaube, wir machen das gleiche wie vorher. Und kaufen einfach alle Relikte. Die wir bekommen können. Wir können mal 1000 Schnitte machen. Das stört mich gar nicht. Gut ausgeklügelt. Meucheln. Dann müssen wir eigentlich nur noch alles andere loswerden. Und damit wir Meisterstich noch spielen können und dann wäre hin. Wonderful. Upgegradetes Terror geil. Beinerbett auch geil. Oh no. Beinerbett besser. Beinerbett und Terrors nehme ich immer. Auch wenn ich schon 50 Karten auf der Hand habe. Ihr habt alle gleich viel Leben. Das ist mal was Neues. Ich kann einfach den Klingensturm machen. Ich kann doch einfach noch mehr Karten holen und dann den Klingensturm machen. Ja, Stahlsturm, sorry. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und sechsmal. Ich hasse konzentrieren. Ich hätte einen Meisterstich spielen können, aber das hätte auch nicht so viel gebracht, wenn ich die drei anderen Karten weggeworfen hätte. Du. Yeah, it's all very sad. Ich stimme zu, spielen. 36 ist leider nicht genug. 26 ist leider immer noch nicht genug. Das ist genug. 15 Goldstärke-Trank, der uns nichts mehr bringt. Nein, nichts abgegradet. Nehme ich nicht. Lieber ins Fragezeichen, weil das mehr bringt. Schauen wir mal, ob wir irgendwas Cooles bekommen hier. Aber jetzt ein nicht abgegradeter Terror. Der aber scheiße ist. Muss ich jetzt? Ich will aber nicht. Darf ich bitte wieder zurück und das andere nehmen? Mäh. Schiebung! Ja, aber dann gib mir halt den nicht abgegradeten Terror. Jesus. Was machen wir mit dir als erstes? Messertan bringt's, glaube ich. Messertang? Messertanz. 2x7 killt dich weg. Recht genau. Dann killen wir dich mal weg. Das ist auch schön. Dann ist es besser, vernichten zu spielen als Fersenklemme, würde ich sagen. Also hauen wir mal die drei weg und können vernichten spielen.
Easy. Einmal Adrenalin. Dann haben wir dir mal tödliches Gift drauf. Dann haben wir noch springende Flasche auch noch drauf. Dann machen wir die Genauigkeit. Wir haben noch genau keinen Angriff gespielt, also machen wir stattdessen Fersenklemme. Wenigstens hat er ein bisschen ein Gift drauf. Passt zu ihm. Zwölf bis zwölf für dich mal wegkillen. Mit der Weil niemand einen Schaden macht. Ah, oh, das hätte ich natürlich zuerst spielen sollen. Ah, whatever. Drei Schaden. Frechheit. Ja, nächsten Zug ist du unangenehm. 15 mal 3 ist auch eher unschön. Der Stahlsturm ist mittlerweile relativ gut, glaube ich. Aber es muss nicht sein. Ich glaube, ich spiele es lieber so, weil er greift eh noch nicht an. Mit dem bisschen Block haben. Nicht wahnsinnig viel, aber ein bisschen eben. Diesmal brauche ich nicht wirklich Block. Aber dich brauche ich auch nicht. Fluchtplan. Lieber Jäger oder lieber zweimal entlasten? Zweimal entlasten wahrscheinlich, auch wenn die mehr Karten nächste Runde cool gewesen wären. Aber mehr Schaden ist auch nicht zu verachten. Jetzt sollte er nächste Runde nicht hin sein. Handwerkszeug, nope. 44 Schaden, kill mich definitiv. Nur bis wie viel Leben haben wir verloren. Das ist leider richtig. Abgegradetes Unheil, ich weiß nicht, passt mir auch gar nicht so in den Kram. Wo waren sie da? Ja, jetzt sollten wir halt da nicht drauf gehen, das wäre blöd. Das wäre eher ungut. Fluchtplan, okay, nice. Wir hauen mal das Meucheln raus. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich plötzlich zu viel Karten habe. Seitdem mir das einmal passiert ist. Wir haben schon recht viel Energie. Also 10 mal 3 ist nicht cool. Wollte ich nur kurz sagen. Ist nicht cool. Dann definitiv das los. Wir könnten dann springende Flasche, giftiger Schlag, Handwerkszeug spielen zum Beispiel. Oder wir können einfach nur das Vernichten spielen. Das bringt mehr. Wir haben ja auch noch Schneckoschädel, das habe ich ganz vergessen. Oder vielleicht sogar Doppelgänger, vielleicht sogar Doppelgänger. Autsch. Und er macht es gleich nochmal. Findest du das nicht etwas übertrieben? Ich nehme mich schon. Muss ich ehrlich sagen. Killt ihr beide zusammen? Ja. Block Trank, erhalte eine Karte. Grüße! Servus! Wer bist du denn und wer bist du in YouTube? Also Kurm. Shit, schon wieder so ein Name. Kukuma Games Promotion! Weil ich kann mich nicht erinnern, dass mir jemand mit dem Namen Kukuma Games Promotion einen Kommentar hinterlassen hat. Aber vielleicht bin ich auch gerade nur extrem unhöflich und kann mich nicht dran erinnern. In dem Fall bitte ich natürlich vielmals um Entschuldigung. 43 von 94 ist immer noch nicht so wahnsinnig viel. Fluchtkarten können jetzt ausgespielt werden. Noise. Was ist schon wieder der da? Ich verliere einen Trefferpunkt und erschöpfe die Karte. Yo, stop it. Ich habe keine drei Angriffe. Please. Danke. Einmal. Wäre ganz wichtig, glaube ich, gerade. Zweimal. Dreimal. Goodbye. Dann machen wir noch einmal giftige Dämpfe. Alchemisieren bringt nichts, weil ich so habe. Meisterstich bringt auch nichts. Ach, runische Kuppel. Ja, diesmal habe ich sie nicht. Ich bin immer noch stolz, dass ich den Aufstiegsmodus 15 mit fucking Samthalsband geschafft habe. Irgendwie wurscht, was ich hier tue. Hey! Wo sind all meine schönen Verteidigungen? Das gefällt mir so nicht. Ich glaube, wir machen Gift. Wir hätten vorher 1000 Schilde machen sollen, sonst vor allem Gift und springende Flasche. Weil wir einen Neko-Schädel haben. Aber ich mag eigentlich nicht. Ich mag schon gar nicht 24 Schaden abbekommen. Was ist mit ihm? 14, 9. Das geht sie nicht aus. Und jetzt wird er wenigstens schwächen. Wie viel Gift hast du drauf? 25? Oh, das sind genau 14. Get fucked. Bro.
15 Gold. Soll ich jetzt ein upgradetes Gift nehmen? Sure. Upgradete Karten nehme ich jetzt einfach. Du nochmal! Ich meine, Geist vom gleich von Anfang an ist ein bisschen übertrieben, weil er hat so viel blödes Leben da. Ja, aber hätte das keine Fertigkeit sein können? Das finde ich auch wiederum unfreundlich. Der wird aber, ich meine, der wird irgendwann sehr ungut, glaube ich, der gute Herr. Wenn ich jetzt, dann wird es aber nichts bringen, dass ich so viel verteidigt habe, wenn ich jetzt das spiele. Ich hätte es mir vorher durchdenken sollen. Weil der ja immer mehrere Angriffe macht, dass die Stärke hilft ihm viel mehr. Yo! Ich bräuchte ein bisschen verteidigen. Du bist verwirrt, bringt mir auch nicht viel. Ich glaube, ich hätte wohl besser die Geistform gemacht. Könnte minimal gefickt sein jetzt. Ich meine, sure. Ich finde, Gedämpfe ist ein bisschen langsam. 40 Schaden. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Aber ich meine, du machst nochmal mehr. Ja, dann machen wir zuerst mal dich. Bam. Und dann dich hinterher. Okay, diesmal greift er noch einmal an. Bringt mir aber leider auch nichts, wenn ich den Schaß zusammenziehe. Oh no! Okay, letzte Hoffnung. Nicht wirklich Obi-Wan-Style, meine letzte Hoffnung hier. Niki! Gewinnt in letzter Zeit nie Dailies. Nein, oder? Da habe ich es gerade erfolgreich verbockt. Den kann ich nicht spielen. Der Rest ist sowas von nicht genug. Das bringt mir nur eine Karte, wenn er geschwächt ist, nicht wenn er verletzlich ist. Du bist deppert. Ich meine, ich könnte das wegspielen, aber bringt auch nichts. Ich könnte einmal verteidigen, was gegen 24 Schaden nicht wahnsinnig viel hilft. I think this is it. Aber ich gehe mit wehenden Fahnen und so. Ihr wisst schon. Yo, jetzt kann ich nicht noch einen zweiten Daily machen. Aber es ist ein bisschen früh, um schon Frostpunk anfangen zu spielen. Soll ich noch einen... Yo, Chat, soll ich noch einen Aufstiegsmodus-Run probieren? Oder wollt ihr, dass ich Frostpunk spiele? Ich warte mal kurz. Und schau, ob irgendwer was schreibt.